Brenner ist in Variationen regelbar. Hier wird die Flamme kleiner gestellt durch Hochschieben einer Messinghülse und kann auch wieder größer gestellt werden. Ja, das riecht, das ist Spiritus. Ich hab das Ding zusammengebaut. Ja. Ihr habt das schon länger gehabt, oder? Ja, ich hab das, ist jetzt fertig geworden, ne? Das gibt's nicht. Also das ist eine massive Stahlkonstruktion, ne? Ich verstehe so, ich habe mit was fertig jetzt? Mit Öl oder was? Mit Spiritus. Ach, nur mit Spiritus? Hier unten ist die Spiritusflamme. Und da ist Wasser drin, oder? Ne, ist kein Wasser drin, das ist Heißluft. Nur die heiße Luft? Also Luft wird erwärmt und wird wieder abgekühlt. Ne? Da geht's hoch, oder? Ja, dann dehnt sich das aus und kühlt sich wieder ab und treibt den Arbeitskolben an. Ne? Das gibt's nicht, ja. Die Umkehrung von dem Heißluftmotor ist ja die Wärmepumpe. Ne? Also wenn man so ein Ding jetzt antreibt, dann steht auf der einen Seite vom Arbeitszylinder entsteht Wärme, auf der anderen Seite Kälte. Ne? Wie beim Kühlschrank? Wie beim Kühlschrank, genau, das ist auch eine Wärmepumpe. Das gibt, ich verstehe gar nicht. Ja, wo habt ihr die? Moin! Nee, ich teste Heißluftmaschine. Läuft gerade. Ja, ich muss die dann wieder reinbringen. Gucken Sie hier lieber jetzt.